Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich bin zu Sly und ich habe schon direkt Sauerstoffprobleme. So, das wird erstmal ausgeschaltet. Wenn ich hier immer Sauerstoff habe. Damit sie andere Dinge bauen können. Glaube ich. Kamm-Habitat, genau. Okay. Das Cloning Lab frisst leider Saft jenseits von Gut und Böse. Das ist sehr schlecht. Das brauche ich aber. Ich muss 80 Kohle jetzt erstmal aufpeilen. Das könnt ihr auch gern machen. Wir gehen nämlich jetzt erstmal ins Habitat. Was kann ich? Kann ich schon eine Laterne bauen? Hab ich sowas wie Licht? Muss ich das nochmal forschen? Ärgerlich, dass ich das nur hier hinten erst hinstellen kann, ne? Also mit Licht nach vorne zu kommen, ist auch not the easiest way. Wo habe ich denn nachher die anderen beiden? Habe ich sie irgendwie zwei in Ursprung? Da habe ich noch einen. Was kann ich mehr? Wo ist denn der andere? Habitat, Habitat. Basis oben links, kann das sein? Der eine. Das ist der andere. Oben links, oben rechts. Heißt das dann hier unten? Jetzt schwören kann da. Uff. Ja, okay. Here we go. Nein, ich weiß, der kann ich hinbauen, aber geh mir nicht auf die Nüsse. Dann warten wir gerade, wenn ich den doch noch ein bisschen zur Seite machen kann. Ja, wenn ich mir das aussuchen kann. Dann sollen sie mal da den Turm bauen. Es ist dunkel, aber ich habe Strom da. Also warum sollte ich das nicht gehen? Dann komme ich auch mal weiter, weil ich brauche muss die Lichtkegel ja ordentlich drücken. Momentan fühlt sich soweit ganz gut an, ne? Also was ich hier ernte und so, ist schon ganz okay. Kohl ist dabei. That can be assigned. Ist okay, aber wir haben ein bisschen Strom. Klonleck haben wir auch. Ich sollte gleich tatsächlich meine Forschungsstation schon direkt an den Start bringen. Damit ich recht früh Basic Research anlegen kann. Nein, ja. Ich an die Seite. Genau, sonst hinlegen. So, der geht jetzt hoch und müsste jetzt relativ viel erleuchten eigentlich. Oh, jetzt habe ich so einen Zwischenbereich, aber jetzt finde ich noch okay. Aber jetzt habe ich den hier. Sehe ich das? Muss ich da noch einen hinstellen? Huh. Ja, schauen wir mal. Ich meine, hier ist auch noch Kohle, ne? Die kann nachher auf jeden Fall für den Kohlegenerator gleich noch mitgenutzt werden. Da habe ich nämlich erstmal gleich Kohle und hier, ich muss das Habitat auf jeden Fall mit abgrenzen. Muss schon so langsam in die Richtung gleich gehen. Ich muss mir gleich wirklich ein bis zwei, ein Habitat muss auf jeden Fall die ganze Zeit dafür Sorge tragen, dass ich
genug genetisches Material rauskriege, damit ich klonen kann. Und zwei müssen. Eigentlich muss einer auf Strom laufen und einer. Einer aufs Essen, oder? Quality Food wäre schon nice. Würde ich sehr begrüßen. Creed, ey. Auch jenseits auf gut. Wo hat er denn keinen Strom? Hä? Hä? I don't get it. Wieso hat er keinen Strom? Valid. Okay, I don't get it. Brauche ich jetzt erstmal ein Powerwerk? Ich habe nicht genug Stahl, das habe ich schon verstanden gerade, aber. Ist für mich jetzt gerade maximal verwirrend. Geht es darum, weil die generell einfach zu wenig Strom produzieren und wir jetzt einfach mehr Strom produzieren müssen? Ich glaube, der ist nämlich jetzt gerade online gegangen. Das scheint zumindest zu funktionieren. Ich kriege Forschung. Ah, hallo Urmilchen. Wie geht's dir? Und hi, Andre York. Wunderschön. Ja, kannst du die Kraftwerke direkt aneinander bauen? Nee, nicht ganz so. Also ja, ich kann sie ein bisschen nah beieinander bauen. Natürlich geht mir jetzt Oxygen im Arsch, aber ich habe zwei Leute erstmal. Okay. I got persons. Und... jetzt habe ich auch hier. Ich habe zu wenig. Ja, ich weiß, ich habe zu wenig Kohle. Danke dafür. Ich könnte das Kohleeffizienz-Update machen. ...20% weniger Kohle zu benutzen ist schon nice. Lautet eher gerade die Frage, warum habe ich denn kein warum wird denn hier keine Kohle geerntet? Oh. Hier bitte bevorzugt Kohle, danke. Kann ich noch sicherheitshalber einen hinstellen? Was denn hier? Nochmal Kohle. Alles klar! Wir machen noch einen separat für Kohle. Kann ich vielleicht mehr rausholen? Kohle und Stahl. Und der holt mir einfach alles. Ich habe kein Submarine dafür. Sehr schön. War ich schon direkt zu greedy, was Kohle angeht, was Strom angeht? Nee, oder? Ich meine, so viel habe ich ja gar nicht.
Wir holen jetzt hauptsächlich Kohle, das ist okay. Daily Gathering Rate, Consumption per Day 8. Nö. Sieht gut aus. Das ist nur rot, weil es unter dem 20er Teil ist, also prozentual. Anschlüsse bei den Kraftwerken gelten als Gang. Die Stromanschlüsse oder was meinst du? Okay. Dankeschön, ich hoffe dir auch. Schon Pläne für den Vatertag? Nee, ich könnte, aber ich bin morgen eher happy, wenn ich ein paar Dinge geschissen kriege. Also daher werde ich mich morgen nicht wegballern, aber danke fürs Fragen. So. Eigentlich will ich schnell in die Forschung, damit ich Marine Stabilizer bauen kann. Damit ich den hier erstmal direkt hart wegstabilisieren kann. Oh, what a day. What a lovely day. Endlich. Nein, Saga, vielen lieben Dank für den Resubscribe. Der wird Strom fressen auf jeden Fall, aber das ist not bad. Das ist ein Stromfresser. Der soll dafür Sorge tragen, dass der nicht leer wird. Und dann fange ich darüber an, Strom zu produzieren oder genetisches Material? Wahrscheinlich genetisches Material. Ja. Weil ich muss das Clone Lab gleich auch irgendwie anschließen. Also wir arbeiten uns erstmal zu diesen Dingern hin, weil die erstmal meine Ressourcen sind, die definitiv am meisten abholt. Woran mangelt es denn gerade? Stahl wahrscheinlich bei meinem Glück, ne? Ja, Stahl. Ich muss also auch irgendwo Stahl herholen. Bitte hier mal alles. Hier wird auch Eisen weggeholt, aber kein Stahl. Na, da habe ich nur eins. Finde ich übrigens gut, dass du es mal ausprobierst. Ja, wir sind anscheinend auch gerade so in der zweiten Runde. Steel Coal. Mal auf, mein Freund. Du gehst doch hier mit hin. Hier habe ich Coal und Steel. Das sind so gerade die Dinger, die ich am meisten brauche. So, ich habe nicht genug Leute. Das ist sehr schade. Aber ich kann einen Forscher runter tun und einen hiervon rein tun. Kohlgenerator, Kohlgenerator, Kohlgenerator. Wir haben sehr viele Leute im Kohlgenerator. Hilft nichts. Ich brauche jetzt erstmal gerade Leute, die mir hier dafür helfen, Sachen anzuschleppen. Ich verstehe auch gar nicht, warum es rot ist. Daily Gathering Rate. Null. Ich frage mich, warum ich so wenig gather. So, hier. Kohle und Kohle. Hier. Alles. Ja, die brauchen wahrscheinlich auch so viel. Aber ich brauche auch Forschung, um die Generatoren und so weiter nach vorne zu treiben. Das ist ja auch das Doofe. Also ich bin hier ein bisschen gerade irgendwie im Loop. Ich habe auch nicht genug Forschung, um das noch umzutreiben. Ich will schon überlegen, ob ich die baue. Coal Extractor für 30 fühle ich halt auch einfach. Weil, wenn ich es richtig gesehen habe, ist hier Coal Extractor. Und da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Oh, Gott sei Dank, den kann ich jetzt bauen. Okay, aber vielleicht sollte ich erst den Coal Extractor bauen. Submarine, Light Tower, Living Quarters. Ich habe übrigens noch nichts zu essen, ne? Okay, warte. Ich habe nichts zu futtern. Warum habe ich nichts zu futtern? Ist mir eben doch schon aufgefallen. Warum habe ich nichts zu futtern?
Oh. Oh. Da geht meine Forschung. Ja, okay, wir werden verhungern. Sehr nice. Zweiundzwanzig Nahrung. Das wird schön. Wie kriege ich denn die Forschung zusammen? Aha. Ich brauche mal ein bisschen mehr Forschung. Danke. Per day. Und ich halte noch wie viel durch? Days remaining einer. Ich glaube, ich habe meine Kolonie getötet. Mein Problem ist, ich kann damit gerade nichts tun. Ja, genau. Ich habe das schon mitbekommen. In dem Fall ist es hier bei mir Food. In dem Fall ist es bei mir Food. Das ist mein Problem. Aber ich brauche jetzt hier gerade die Forschung, die ich nicht habe. Ich habe eben schon einmal gesagt, ich brauche Leben, ich brauche Nahrung. Habe ich direkt verschissen. Habe ich direkt verschissen, die Nahrung. Wird ja sofort bauen. Aber hey, wir sammeln ja schon mal genetisches Material. Nice. Yay. We're doomed. Ich sehe uns schon tot. Mache ich 16 pro Tag? 12, toll. Kann ich Forschung auch irgendwie zurückrufen? Die habe ich ja schon unlocked. Kann ich nicht, ne? Ja, ich glaube, liebe Leute, wir werden sterben. Ich könnte ja auch mehr bauen, aber mehr bauen würde auch bedeuten, dass wir mehr Strom brauchen. Und mehr Strom würde bedeuten, ich glaube, ich bin einfach fucked. Wir hauen mal auf Speed, um zu schauen, wie der gute Freund damit umgeht. Capturing Rate. Nochmal, die werden jetzt dafür Sorge tragen, dass hier immer die ganze Zeit was nachwächst, hoffentlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Und hier brauche ich den Kohlegenerator, den er schon freigeschaltet? Ja, Kohleextraktor. Da habe ich hier sogar schon freigeschaltet. Nice, wie ich bin. Dachte ich mir, Mensch, bist mal netter. Requires Elevator. Dann kriegen sie noch einen Elevator von mir. Moment, Moment, wer braucht. Ach, er required den Elevator. I see. Das ist andersrum. Ah. Now makes sense. Sie können bauen. Ich sehe meine Nahrung einfach nur droppen, weil das nächste, was ich gleich bauen werde, wird definitiv Nahrung sein. Aber ich kann ja schon mal Kohle für sorgen, denn ja. I did it. I did it. Ich habe noch ein, ich habe noch eine Nahrung. Okay, irgendwo ist eine Main-Dingern. Alloy Furnace. Nee, 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 nee. Schau mal hier. Protein-Harvester.
Oh, ganz dringend nötig. Brauche Nahrung. Ich bin Fakt. Ich brauche Nahrung, denn ich bin Fakt. So. So, baut die Scheiße, meine Leute. Das ist kein Strom. Da ist kein Strom. Wir haben Strom. So. Ein einziger. Keiner. Einer. Auch eine Person. Wer ist mir egal? Co-Generator 1, danke. Co-Generator 2. Generation, wir haben wieder Nahrung. Ich produziere Lebensmittel. Leute müssen nicht sterben. Hoffe ich. Sieht das gut aus? Kann ich das Ding wieder anschalten? Es frisst 8 Sauerstoff. Ich habe natürlich gleich keinen Sauerstoff mehr, aber... Ich frage mich gerade, ob ich das Research Lab einfach stilllegen sollte. Aber irgendwie fühle ich auch, dass ich das doch dringend brauche. Treat Crew's Law had to allow them to return to the workforce. Brauch mich, can heal. Das Ding ist natürlich auch nice. Mehr Sauerstoff für 90 und mehr Basispuffer für Dings. Oh, so viele Möglichkeiten wieder. Ressourcenmanagement. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Slaritschau.